Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Demo-Version und zwar von God for a Day. Vielen, vielen Dank, dass ich das Ganze ja vorstellen darf. Und ich muss dazu sagen, ich habe Kontakt zum Entwickler gehabt. Der hat mir geschrieben, dass es auch eine deutsche Variante davon geben wird, dass das aber noch ein bisschen dauern wird, bis die rauskommt. Das heißt, alle, die das Spiel gerne spielen möchten, aber sich ein bisschen davor scheuen, weil das Ganze aktuell noch auf Englisch ist, wartet einfach noch ein bisschen ab. Dann könnt ihr euch das Ganze auch auf Deutsch holen. Ja, ihr wisst ja, was ich von englischen Spielen normalerweise halte, aber dieses Spiel hat mich so geflasht, als ich mir davon kurz was angeguckt habe, dass ich es auf jeden Fall einmal anspielen muss. Und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Wir haben eine E-Mail von unserem Vater bekommen und lustigerweise ist da dieses, wie heißt dieses Zeichen nochmal mit dem Auge und dem Dreieck? Ihr wisst sicher, was ich meine, direkt daneben drauf. Dass er ja einen Gefallen braucht, so schnell wie möglich, dass ein Krieg auf der Erde ausgebrochen ist und die Leute weinen und ganz dringend seine Hilfe brauchen. Ja, I've got some important matters to attend to. Also das heißt, er muss sich da auf jeden Fall als erstes drum kümmern und er fragt, ob wir für heute, also für einen Tag, wie es auch im Titel heißt, quasi seinen Job übernehmen können in Hopewood, so heißt das Städtchen. Ich soll den Leuten den Weg zeigen. Viele liebe Dad. Ja, und ihr habt es wahrscheinlich schon verstanden. Mein Vater ist Gott, deswegen auch der Titel. Und was wir hier alles für ein Chaos anrichten, das sehen wir jetzt. Ich werde jetzt die Musik wieder anschalten. Ich hoffe, dass es da keine Probleme mit lizenzrechtlichen Dingen gibt. Und ich hoffe, dass es nicht zu laut ist, weil ansonsten müsste ich das Ganze tatsächlich ausschalten. Wir probieren es einfach mal. Willkommen zu Hopewood. Okay. Ja, ich habe dann doch die Musik ausschalten müssen, wie ihr sicher schon gemerkt habt, weil ich kann sie nicht einstellen von der Lautstärke her und es ist mir wirklich zu laut. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Wir scheinen hier draufdrücken zu müssen. Ja, find out more clues about this person. Ah, die kleine, den kenne ich doch irgendwo her, diese Büroklammer. War das nicht von Windows oder sowas? Ich weiß es nicht mehr genau. Also, er hat kriminelle Gang-Tattoos. Oh, okay. Ich dachte jetzt eher an MC Hammer oder sowas. Okay, also wir müssen auf jeden Fall, wie ihr hier rechts schon seht, einige Hinweise herausfinden. Oha, mit einer Machete. Was geht denn jetzt ab? Okay. Oh. Das ist nicht Mike, der Garageninhaber, sondern der ist gekidnappt und ist hier im Schrank eingesperrt gewesen. Okay. Muss ich da nochmal draufklicken? Nee, ne? Das ist hier. Da kommen wir rein. Aber ich glaube, hier ist jetzt nichts. Ja, jetzt haben wir natürlich keinen Sound. Attention, all residents of the, was, we are currently on the lookout for escape prisoner. Ach so, Michelle ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Er ist bewaffnet und sehr gefährlich. Falls Sie irgendwelche Informationen haben, please contact our police station. Jetzt fange ich ja schon an, Englisch zu reden. Thank you for your cooperation. Okay. Aber es war auf jeden Fall ein Hinweis. Also, die Radio-News haben uns gesagt, dass er ausgebrochen ist aus dem Gefängnis. Ah, jetzt können wir auch X drücken. Sehr schön. To find out more of this person or you can make a decision. Ah, okay. Ich könnte jetzt theoretisch schon eine Entscheidung machen, ob wir ihn ja, segnen oder zur Hölle schicken. Warum ruft mich mein Vater jetzt hier gerade an? Hallo, Sohn. Hi. Erinnere dich daran, dass die Entscheidungen, die du machst, einen ja, erheblichen Einfluss auf Hopewood haben, auf der ganzen Welt und auf mein eigenes Urteilungsvermögen. Ich soll weise sein. Jo, und meine Antwort ist ein Daumen nach oben. Auch nicht schlecht. Ist hier noch irgendwas im. Oh, ja?
TV-News announced, ja, wanted by the police. Das war ja im Endeffekt auch schon beim Radio drin. Also er scheint auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich zu sein. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr gefragt. Aber eins haben wir noch nicht gemacht. Schraubenschlüssel. The Trousers. Das ist aber ein Schraubenschlüssel. Also, ne? The Trousers look like. Ja, klar, er ist ja aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und natürlich hat er sich noch nicht umziehen können in der Zeit. Was heißt natürlich? Ich weiß ja nicht, wann er ausgebrochen ist. Der ist 65, der gute Kerl. Oder so gut ist er halt nicht. Deswegen, wir werden ihn auf jeden Fall zur Hölle schicken. Natürlich jetzt leider alles ohne Ton. Aber das Problem ist halt, ich kann es nicht leiser stellen und ich kann es momentan auch nicht mit zwei Spuren aufnehmen. Oh, was ist das? Kriegt der jetzt ein Mal auf die Stirn? Must drink milk forever. He hates milk. Okay, er hasst Milch und muss die jetzt für immer trinken. Ja, das ist doch eine gute Strafe, würde ich sagen. Stopp, stopp, stopp. Nein. Also die Nummer von meinen Followern. Ach, das ist wie Twitter, nur dass es Kitter ist. Okay, ich verstehe. The number of your followers depends on the decisions you take. Also die Nummer von meinen Followern ist abhängig davon, was ich für Entscheidungen treffe. Oh, also es ist abhängig davon, wie gut oder schlecht ich bei den Leuten ankomme mit meiner Entscheidung. Okay, jetzt lass mich das noch mal kurz lesen. Tragisches Ende für den entflohenen Häftling Michel El Diablo. Als die Polizei ihn erfolgreich ja, wieder festgenommen hat im Endeffekt. Nee, Moment, tracked him down, also erschossen hat, nehme ich mal an. Deep Appreciation to Law Enforcement. Okay. Public Safety, das ist immer gut. Okay. Also die Leute freuen sich eigentlich drüber. Update. Oh, nochmal 100 Follower. Great News, Mike, the owner of Mike's Garage. Ach so, der Typ, der da gefesselt war. Is found alive and well. Also dieser Mike von Mikes Garage ist logischerweise entsprechend ja gut, sage ich mal, aufgefunden worden. Also den geht es entsprechend gut. Danke für alle, die uns geholfen haben. Oh, was ist das? Gott existiert nicht. Atheist, keine Religion. Kilbe für Meteorit. Okay. Mit Licht töten? What? Do nothing. Ja. Also, auf der einen Seite muss ich sagen, ist halt ein Atheist, ne? Es ist ja völlig egal im Endeffekt. Das heißt, ich würde eigentlich nichts tun. Auf der anderen Seite, wir sind hier in einem Spiel drin und das beeinflusst natürlich alle, wenn er jetzt draußen rumläuft. Ich sag mal so, ich bin auch aus der Kirche ausgetreten. Ich habe das gemacht, bevor ich irgendwas zahlen musste da, weil ich das nie eingesehen habe. Und klar, mich interessiert es nicht, ob er ein Atheist ist. Wenn er aber draußen rumläuft und die ganze Zeit sagt, Gott existiert nicht und hier und da. Religion ist Bullshit. Na, kann jeder so handhaben, wie er möchte, aber ich sag mal, wenn er so draußen rumläuft, greift er meinen Vater persönlich an. Und es heißt ja immer, zumindest in der katholischen Religion, dass Gott rachesüchtig ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich machen soll. Also, ihn mit Licht töten, ich verstehe nicht so ganz, was das bedeutet. Mit Meteoroiden, ja, da wird die Erde kaputt gehen, ne? Kann ich ihn mit Licht? Mich würde es jetzt mal interessieren, wie man jemanden mit Licht tötet. Ich mache das jetzt mal einfach. Ach, mit einem Blitz? Oh! Heißt das, die sind jetzt alle entstanden, weil ich den getötet habe, oder kommen die auch so? Okay. Die Frage ist, was können wir. Achso.
Available in Full Version. Okay, also die ganzen grauen können wir nicht machen, wir können nur die roten machen. Okay, verstehe. Ich hoffe, ihr könnt mich auch einigermaßen gut verstehen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss gegen meine eigene Stimme anschreien, weil ich bin immer noch etwas heiser und ja, habe halt auch immer noch tierische Halsschmerzen. Wir nehmen mal den Tommy. Tommy Stefano, 46. Was haben wir denn hier? Oha, eine Waffe. Okay. 9 mm, ja, ist die Standardwaffe. Ist jetzt nicht so viel Bargeld, ne? Antidepressiva, eine Waffe und Geld in seinem Rucksack, ja. Ich sag mal, bis auf die Waffe ist es jetzt noch nicht unbedingt schlimm. Foto mit seiner Frau und Sohn. Okay, scheint ein Familienmensch zu sein. Steht doch hier. Für Tommy ist ein Familienmann. Okay, dass er Obst isst, hat anscheinend keine Bewandtnis. Was haben wir hier? Ein Brief mit einem Dankeschön von Bella. Wer ist Bella? There are also complaints about the high prices of rubbish removal. Okay. I want to express my gratitude for employing my husband at your company. Es hat einen signifikanten positiven Effekt in unserem Leben. Es hört sich ja eigentlich positiv an. Zusätzlich, I want to kindly inquire if there is any possibility of reducing the fees. Das sind Steuern for the rubbish removal service. Die möchte die Steuern senken lassen. They have become quite burdensome for our family financial. Es hört sich ja jetzt nicht so positiv an. Also er scheint die Steuern ziemlich hoch zu haben. Es hört sich eher. Oh, Satan ruft an. Satan ruft an. Hey, Dude. Oh mein Gott, das ist so funny. Videos, Funny Cat. Soll ich da drauf drücken? Ja, nee, ist klar. XXL Industry. Die wackelnde Banane. Hot Chicks near you. Alert. Due to infection, der Computer will. Oh, self-destruct. Also wird sich selbst dekonstruieren und dann explodieren in 10 Sekunden. Soll ich jetzt Q Now drücken? Nein. Warning. System ist falsch geschrieben. Kann ich also nicht ernst nehmen. May have detected. Ach so, hat ein Virus. Was war das? Okay, soll man nicht draufdrücken. Ich dachte jetzt, das wäre jetzt das wirkliche Antivirus-Programm. Warning, Grand Prize Gewinner. Congratulations. Oh, ist das nicht geil? Ich habe Geld gewonnen. Being poor sucks. Do you have what it takes? Ja, ist klar. Du kannst mich mal, Satan. Also Satan scheint es irgendwie nicht gut mit mir zu meinen. Was ist denn hier mit dem Rechner? Wo ist das jetzt gerade aufgegangen? Hier. An E-Mail from the Major, also vom Bürgermeister, was found on the computer. It reads about a shady deal. Oha. Shady Deal ist zwielichtiger Deal. Ein zwielichtiger. Warum sieht der eigentlich aus wie Donald Trump? Ach, der heißt auch Mickey Trump, sehe ich gerade. aber der ist ja kein. Ja, gut. Nee, er ist kein Bürgermeister. Es ist auch eine komplett andere Position. Oder er war kein Bürgermeister, sagen wir es so. Hey Tommy, about the City's Governor's Collection Contract. It's just like we talked about. I get 70% and you get 30. Ach du Schande. Ist er hier nicht? Nee, er ist Junk. Ach so, Junkboss. Er ist von der Müllabfuhr, ne? See you at the yacht party this weekend. Okay, aber es ist eine zwielichtige. Also bisher ist alles sehr negativ gewesen, muss ich sagen. A picture of Tommy with the Major on the wall. They are apparently friends. Ja, mit Freunden würde man natürlich dann eher zwielichtige Geschäfte machen. Natürlich nur, wenn man eine zwielichtige Person ist. Italien Map.
Award für menschenfreundliches Denken und Verhalten ist Philanthropie, ne? Menschenfreundlich. Ja, das hört sich jetzt wieder Positives an, aber wir wissen ja gerade aus den letzten Jahren, da bekommen immer die Leute, die die schlechtesten Dinge getan haben, die größten Auszeichnungen. Ich weiß nicht. Was ist hier mit den Kameras? Why are there so many surveillance oder so cameras in an ordinary? Ja. Warum sind da so viele Überwachungskameras? Das frage ich mich auch. Weil, so wie ich es verstanden habe, gehört der Typ ja zum Müllabfuhr. Und wo ist jetzt hier das letzte? Gottvater, ich hätte es jetzt gerade schon fast positiv angesehen. Jetzt steht da Buch über die Mafia. Ihr könnt mich doch mal. Okay. Dann Ehering to my amazing wife. Ach so, zum Geburtstag. Kein Ehering, Entschuldigung. Also ein Geburtstagsgeschenk. Ein Wedding. Ja. Aber alles in allem, ne, zwielichtige Geschäfte und so. Ich will jetzt hier nicht alle zur Hölle schicken, das ist mein Problem. Also die Auszeichnung bedeutet gar nichts. Auch wenn das ein Hinweis auf eine gute Richtung wäre, aber die Auszeichnung bedeutet gar nichts. Die Waffe ist natürlich schon sehr negativ und die Sache mit den zwielichtigen Geschäften ist sehr, sehr negativ. Gut, dass er seine Frau liebt und ihr was zum Geburtstag schenkt, das machen Mafiosis halt eben auch, ne? Also, ob sie sie lieben, weiß ich nicht, aber ihr was zum Geburtstag schenken. Aber dieses Buch mit der Mafia, ich schicke ihn mal zur Hölle. Letter from FBI freezing bank account. Was? Dear Tommy Stefano, we regret to inform you that the Federal Bureau of Investigation, FBI, has frozen your accounts based on allegations of criminal activity. Oh, die haben seine Konten eingefroren, also das FBI, weil die illegale Aktivitäten darauf mitbekommen haben. This action is part of an ongoing investigation. Your cooperation is essential. Okay, further details will be provided in due course. Also, es scheint richtig gewesen zu sein, dass ich ihn da in die Hölle geschickt habe. Da bin ich mal gespannt. Okay, ich habe es gelesen. Oh, er wird sauer. Und ist tot umgefallen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er muss jetzt für immer Hawaii-Pizza essen. Er hasst es, okay. Okay, was ist mit meinen Followern? Oh, wir haben 75 Follower verloren. Echt jetzt? Das Polizeidepartement schreibt: We regret to inform that Tommy Stefano previously charged with criminal. Ja, gut, das haben sie ja. Ja, gut, die Polizei hat es nicht geschrieben. Das FBI hat ja die Konten eingefroren. Our thoughts are. Ach so, Moment. Has been found deceased, dass er verstorben ist. Deceased, nicht deceased. Warum er jetzt gestorben ist, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich ihn in die Hölle verbannt habe oder so. Also, dass er dann einfach umgekippt ist. Okay, also ihre Gedanken sind bei seiner Frau und seiner Tochter. Ja, gut, haben wir jetzt Follower verloren. Oh! Oh! Aber unterm Strich auch welche gewonnen? Prices for Rubbish Collection in Hopewood has dropped. Ah! Die Preise für die Müllabfuhr in Hopewood sind gesunken. Residents are highly pleased with the sudden decrease in costs. Die Bewohner sind sehr froh darüber, dass über den. Nee, Moment. Highly pleased with the sudden.
Ach so, klar, Decrease. Ja, klar. Mit dem plötzlichen Abstieg der Kosten. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt Increase gerade im Kopf gehabt. Also die Bewohner sind auf jeden Fall sehr froh darüber, weil die Müllabfuhrkosten runtergegangen sind. Dirk Dakovic. Oder sieht mir schon wie so ein Verbrecher aus. Oh, er hat hier auch Einschusslöcher, oder? Bullet Holes. Ja, Einschusslöcher in der Tür. Können wir hier noch irgendwas anklicken? Brieftasche? Was haben wir da? Diagnose. Lang. Heißt das Lungenkrebs? Nodules? Ich weiß es nicht genau. Also er ist sehr krank. Mutmaßlich Lungenkrebs. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, hier ist ein Schlüssel. Können wir den da benutzen? Ja. Full-Face-Cover. Das ist doch eine Gasmaske, oder nicht? P68, dreimal die Null. Also von der Optik her würde ich sagen, das ist eine Gasmaske. Wenn man hier an den Seiten die Dinger dran hat, das ist immer noch eine Verbesserung, sodass quasi nichts mehr von außen hier so reinkommen soll und das hier vorne ist nur dieses Standardaufsatz. Aber Satan ruft schon wieder an. Was will er mir denn jetzt schicken? Yo, man, how about grabbing a drink? Er will mit mir einen saufen gehen. Das ist doch cool. Nee, das ist nicht wirklich mein Ding. Ah, come on. Sei kein Basskill. Keine Ahnung, was das sein soll. Okay, fein. Nur ein Bier. But no funny business. Aber keine lustige Arbeit? Ich komme gar nicht auf den deutschen Begriff. Haha, Deal. Let's hit up this cool spot I know. Ja, welchen coolen Spot denn? Genau, gib mir mal die Informationen, wo ich hin muss. Die Inferno Bar 666 Devilish Lane. Okay. Ja, und ich natürlich meinen obligatorischen Daumen nach oben. Jo! Ich möchte das Gleiche wie immer. Adi ist da. Er schüttet Milch aus. Das ist wahrscheinlich so eine Höllenbar, oder? Ja, wo sollte der Teufel sonst hingehen, wenn nicht in die Hölle? Ich bin eine Frau, ja, so wie das aussieht. Ach nee! Das ist dieser Kerl vom Anfang, oder? Ich habe Wasser zu Wein gemacht, natürlich. Wie der Vater, so der Sohn. Ist das Wein? Nein, das ist nicht alkoholisch. Natürlich. Also, I know you're about to pass the judge. Also, ich weiß, dass du auf der Erde gerade über andere am Richten bist. Ah, gut, man muss drücken, sehr schön. Über Dirk am Richten bist, also am Urteilen bist. Aber hör mich an. Ich habe was zu sagen. Ich denke, dass er eine gute Person ist. Also, Satan. Ich habe gehört, was du gesagt hast, aber ich kann dir keine Versprechungen machen. Meine Pflicht ist, über die. Das, meine Pflicht ist, wie soll ich das übersetzen? Gerechtigkeit zu sichern. Dirks Fall wird gründlich. Ja, durchdacht werden, keine Ahnung. Und ich werde deine Perspektive mit einbeziehen in meiner Entscheidung. Ach, komm schon. Du musst es auch von meiner Seite aus sehen. Ich weiß, ich bin kein Engel, aber ich kann, ja, registrieren, fühlen, wenn jemand ein gutes Herz hat. Du hast deinen Standpunkt vertreten, Satan, und ich respektiere deine Perspektive. Deine Stimme wurde gehört, aber die finale, also die endgültige Entscheidung liegt in meinen Händen. Also, ich habe dich laut und klar verstanden. Ich denke, es ist Zeit,
um jetzt abzuhauen. Bis wir uns wiedersehen, mein Freund. Und mit das? Der heißt wohl so. Ah, nein! Och, Leute, ich wollte es doch gerade übersetzen. Das war wohl sein Name, Satan, Bird oder sowas, noch was. Also so drei Wörter waren das, meine ich. Also, Full Face Cover Mask. Die haben wir gerade. Lungen. Dirk muss krank sein, ja. Also ich tippe mal, dass das Lungenkrebs heißt. Okay, wie kriegen wir den Code raus? Können wir hier. Das ist ein dreistelliger Code. Können wir noch was anderes außer der Maske anklicken? Oh, was ist das? Bester Lehrer. Ja, bester Lehrer und Lungenkrebs, ne? Hat aber Einschusslöcher. Also, welcher Lehrer, ob Lungenkrebs oder nicht, hat Einschusslöcher? Ich meine, oh, 536. So viel dann zum Code. 536. Oh, der hat aber ziemlich viel Geld von Lehrer. Ein Stapel von Geld ist in seinem Koffer. Lehrer machen normalerweise viel Geld. Die wollten wohl not noch da reinschreiben, ne? Also viel Geld verdienen Lehrer jetzt nicht gerade. Aber sie haben sicheren Platz, muss man dazu sagen. Also Chemieaufgaben von Studenten. Ja, gut, die beeinflussen mich jetzt weniger. Das Geld beeinflusst mich jetzt eher. Gibt es denn hier sonst noch irgendwas? Eins fehlt doch noch. Wenn das jetzt hier zu lange dauert, glaube ich, schneide ich den Teil jetzt mal raus. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch jetzt mittlerweile schon auf alles geklickt hier. Ah! Grüner Rauch. Green Smoke Billows from the RV. Was ist ein RV? Irgendwas Seltsames kocht da drin. Also eine grüne Rauchwolke steigt hier auf. Die habe ich zwar die ganze Zeit gesehen, aber gar nicht so richtig registriert. Also es ist ein Chemielehrer mit einer grünen Rauchwolke. Unheimlich viel Geld und Einschusslöchern in der Tür. Ich vermute mal ganz stark, dass der seine, vor allen Dingen auch die Maske, dass der seine eigenen Drogen da drin kocht. Kann das sein? Es klingt fast so, ne? Ich habe noch keinen. Ich habe noch keinen hier gedingst. Ich habe immer alle zur Hölle geschickt. Also, ich meine, ob er jetzt davon natürlich Lungenkrebs, glaube ich, bekommen hat, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das so in Anführungszeichen die, ne, diese Karma-Sache. Die gerechte Strafe sozusagen, dass er das jetzt, dass er jetzt krank geworden ist. Also für mich klingt das sehr nach einem Drogendealer. Deswegen, es tut mir leid, er ist bestimmt ein netter, guter Lehrer, aber ich schicke ihn jetzt zur Hölle. Oh mein Gott. Er ist vom Blitz getroffen worden, okay. Oh, er muss sein Leben lang Chemiehausaufgaben kontrollieren. Schlechte Chemiehausaufgaben auch noch. Oh je. Oh, jetzt kommt's. Jetzt habe ich ganz viel. Ja, 343 sind runtergegangen. Ah. Ah, es ist so traurig zu hören, dass unser geliebter Chemielehrer Dirk Darkovic, der Name sagt mir aber irgendwas, verstorben ist nach einer langen. Ja, nach vielen Kämpfen mit, wie nennt sich das? Phase 4 Lungenkrebs, nehme ich mal an, heißt das. Our High School Community is mourning. Unsere ja, High School Community ist
voller Trauer mit seiner Tochter und zwei Kindern. Oh, jetzt habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Aber der sah aus wie Drogendealer. Ah, unsere Gedanken und Gebete sind bei Ihnen in dieser schwierigen Zeit. Oh. Was ist das? Oh! What? Substanz, keine Drogen. Oh, ich hatte doch recht. Danke Gott, steht sogar noch unten drin, drunter. Wir feiern den Meilenstein in unserer Stadt heute. Nach Jahren harter Arbeit von der Community haben wir die Drogenkrise, sage ich jetzt mal, bewältigt. Oh mein Gott, wir sind so stolz auf alle und die Partner und so weiter und so fort. Business, Community, Organization. Oh mein Gott, er war anscheinend wirklich Drogendealer. Zwei haben wir noch. Oh, ich bin so richtig gespannt. Bell Gibson. Hatten wir nicht eben auch eine Bell? Hieß die Gibson? Die hat sich doch darüber beschwert, dass die Müllpreise so hoch waren, oder? Nee, dass die Steuern so hoch waren. Ja, Müllsteuern hieß das wahrscheinlich. Letter from the stating that the person has not suffered from the decays in question. Whole slim, also ganz schlank, das ist wahrscheinlich ein Name. Nehme ich mal an. Also hier von so einem Abnehmzeugs oder so. Has also been found to contain substances harmful to the liver. Okay. Okay. Also, irgendeine Doktoren- und Pharmazie-Verbindung hat hier einen Brief geschrieben, dass die Person, um wen auch immer es geht, nicht gelitten hat. From diseases in question. In Krankheit. Okay. Also dieses Wool Slim, also ich werde es jetzt mal mit ganz schlank übersetzen, hat wohl angeblich ja harmlose Substanzen drin. Contain substances harmful. Oh nein, das ist kein Apple, das ist eine Birne. Place your finger. Können wir da drauf drücken? Ah, okay. Ja, das ist der Name. Ich habe es mir schon fast gedacht. Okay, wow, die hat 9500 Likes dafür bekommen. This food supplement has helped to overcome illness and lose weight. Ja. Also hat mir geholfen, nehme ich mal, soll das heißen, über Krankheit hinwegzukommen und ich habe sogar ein Gewicht verloren. Muss ich da nochmal drauf drücken? Achso, I read it. We are so proud. Ist das jetzt eine Nachricht für mich? We are so proud to have been able to donate to charity once again. Ah, okay, aber die spendet wohl auch Geld. Ist natürlich was Positives, aber es hört sich, ich meine, diese ganzen Abnehmsachen, die sind sowieso immer schlecht. Also dann lieber Ernährung ein bisschen besser umstellen und sich mehr bewegen. Das ist viel, viel besser. An email from a charity organization stating that they have not received any... Okay, ich nehme alles wieder zurück und behaupte das Gegenteil. Also, sie hat einen Post gemacht, dass sie bei einer Wohltätigkeitsorganisation gespendet hat. Schon wieder. Und
Von einer Wohltätigkeitsorganisation, ich weiß nicht, ob das jetzt die ist, die sie da erwähnt hat, ist eine E-Mail gekommen, dass die keine Spenden erhalten haben von ihr und dass die den Post bitte löschen soll. Verstehe. Also ist gar nicht so toll. Oh, ich schmeiß weg. Ah, ja. Und auch mal wieder im Hintergrund Raucher, ne? Not so healthy lifestyle, ja. Vielleicht hat sie ja auch durch die Zigaretten abgenommen, falls sie überhaupt abgenommen hat, das weiß ich ja nicht. Viele Influencer, die sowas schreiben, ne? Die tun dann ja auch einfach nur so, damit sie das Produkt vermarkten können. Moment, hier ist noch ein Schlüssel. Ja, aber ich darf da nicht. Moment. Ja. Ja. Ein Stapel voller Geld ist in einem geheimen Safe. Ja gut, geheimer Safe. Klar, wo tut man sonst Geld rein? Aber ja. Also ich gehe davon aus, dass sie viel Geld mit dem Zeug macht, dass das aber wahrscheinlich Beschiss ist. Dass sie so typisch Influencer-mäßig, also sind nicht alle Influencer so, nehme ich mal an, aber so typisch Influencer-mäßig alles vermarktet, eigentlich weiß, dass das Scheiß ist und es sie trotzdem nicht stört, weil sie halt viel Geld damit macht, noch mehr Klicks haben will, indem sie dann sagt, sie hat Geld gespendet und so weiter, aber es ist halt nie was angekommen. Was ist da jetzt reingekommen? Kabinett full of Wool Slim Food Supplements. Okay. Heißt jetzt erstmal nichts Schlimmes, oder? Wenn das bei ihr steht. Aber es tut mir wirklich leid, aber sind wir mal ehrlich, also es geht ja darum, ob wir sie segnen sollen. Das würde dann wahrscheinlich bedeuten, dass sie noch mehr Geld damit machen würde. Und das ist einfach nur diese typische Influencer-Abzocke. Was das betrifft, bin ich übrigens sehr, sehr froh darüber, dass ich YouTuberin bin und keine Influencerin bin, weil da hat man es schwer, weil die meisten sind wirklich nicht ganz ohne. Wir schicken sie mal zur Hölle. Ah, es tut mir leid, es tut mir leid. Okay. Keine Follower mehr und das für immer. Oh, ich glaube, das mag sie so gar nicht. Ja, irgendwie sind bisher alle bei mir in der Hölle gelandet. Es tut mir leid. So, oh ja, anscheinend war sie aber von einigen Leuten gemocht. Wurde gemocht. Wer incredibly sad to hear of the sudden passing of beloved influencer. Beloved, nicht beloved. Ja, also das Typische, ne? Dass sie sehr traurig darüber sind, dass die gestorben ist. Ihre Gedanken sind mal wieder bei Familie, Freunde und Fans. Yes! Yes! Oh, das Zeug wurde verbannt. Okay. Association have done an incredible job. Ach so, Doctors und Pharmazie, da ist das veröffentlicht, also gepostet worden. At preventing, also verhindern, dass dieses Wool Slim from entering the marketplace after discovering. Ach, dann heißt harmful doch nicht. Ah, harmful heißt wahrscheinlich gefährlich. Ich habe das Wort schon mal gehört, aber ich wusste es jetzt auswendig gerade auch nicht. Also es sind wohl gefährliche Stoffe drin und das wusste sie auch, weil sie diesen Brief bekommen hat. Das macht es natürlich noch mal krasser, die das Leben gefährden können. Jetzt macht der andere Satz auch mehr Sinn. Wir sind so dankbar, dass wir erfolgreich da drin waren, ja, die Welt quasi vor dem Zeug hier gerettet zu haben. Wow. Okay. Direkt Hölle. Alle anderen waren auch Hölle. Dann gehst du auch in die Hölle. Okay, Jesse Soul, 41. Ich meine, gut, er ist scheinbar ein Rapper. Gold Record Award mit einer silbernen Schallplatte. Könnt ihr das bitte noch umfärben?
Ja gut, das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Dann haben wir hier, oha, ein Vorstrafenregister, was er sich an die Wand gepinnt hat. Der war zweimal in Haft. Hat ein hohes Risiko, dass er flüchten könnte. Ey, Leute, der ist fast ein Jahr jünger als ich. Hallo? Jesse Soul, okay. Warum rahmt man sich ein Vorstrafenregister ein? Ich weiß es nicht. Grammy Award, Best Rap Album. Ah, ich hab's schon wieder geahnt hier. Okay, also dass er Rapper ist, ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes. Oh oh. Wenn ich ihn jetzt zur Hölle schicke, wird das Ding dann hier runterfallen? Oder? Oh, was ist das? Kleopatras Skulptur. Etwas befindet sich scheinbar da drin. Ja, aber ich kann es nicht öffnen, oder was? Hä? Seems to be. Nee, seems to be missing here. Was bist du denn hier? Atoll. Strange Fl. Ja, gut. Ach! Ist das nicht Cannabis oder sowas? Diese Form habe ich schon mal gesehen. Die ist auf den T-Shirts drauf. Und ich meine, das wäre eine Drogenpflanze. Ich weiß jetzt nicht, ob es Cannabis oder so ist. Ich habe absolut keine Ahnung von Drogen. Also außer Kaffee. Ja gut, und Zigaretten kenne ich natürlich auch und Alkohol. Ich meine, das sind Drogen, das Cannabis. Deswegen auch die lilane, ja, klar. Deswegen auch das lilane Licht, weil er die drinnen züchtet. Ich habe selber Pflanzen drin, also keine Cannabispflanzen, aber ich habe selber Pflanzen drinnen aufgezogen, die ich dann nach draußen ausgesetzt habe. Also, ja, Setzlinge im Endeffekt. Und die wurden auch mit diesen Lichtern hier großgezogen. Okay, Obst scheinen sie irgendwie alle zu haben. Obst scheint ein Zeichen für etwas Böses zu sein. Also wir müssen ihn im Auge behalten. Key with a pretty keyring. Hat das was mit. Hat aber jetzt nichts mit dem da oben zu tun, oder? Ah! Ich wollte gerade sagen, weil die Form, die sieht so ähnlich aus. Summer 1991. Me and Mike. In einem Waisenhaus. Und ja, dieses Wort kenne ich nur daher, weil ich den Horrorfilm gesehen habe. Wo ist denn das jetzt hier? The Strange Species Pflanze Growing at Home. Ja, Jesse muss ein botanischer Fan sein. Ja, klar. Sicher. Das Foto mit Captain Summer. Ist das auch ein Sänger oder was? Nee, with the caption. Achso, ich kann auch nicht mehr lesen, Leute. Also mit der Überschrift, habe ich ja schon vorgelesen eben. Was found in the safe. Okay, warum macht man sowas in the safe? Weil es einem wichtig ist, ne? Weil die Person einem wichtig ist. Ist Jesse mit ihm im Waisenhaus aufgewachsen? Wäre eine logische Schlussfolgerung, wenn man das Foto sieht, ne? Gut, theoretischerweise kann es auch sein, dass er ihn da besucht hat. Das glaube ich eher nicht. Invest Gold Bars. Also doof ist er nicht. Er hat kein Bargeld zu Hause, weil Gold sollte stabil sein in der Währung. Bargeld könnte natürlich irgendwann von heute auf morgen seinen Wert verlieren. Das ist nicht doof. Also er ist mir irgendwie sympathisch im Moment, muss ich. Oh. Gerade sage ich noch, er ist mir sympathisch im Moment und dann haut der hier voll die Waffe raus. Ja, eine Maschinenpistole. Wer hat sie nicht in seinem Sarkophag, den er zu Hause stehen hat? Ja. Gut, jetzt muss man dazu sagen, es ist ein Rapper. Die werden ja auch öfter mal angegriffen, ne? Weil die angefeindet werden. Ach so, das haben wir noch nicht angeklickt. Today's Newspaper reports on the unsuccessful attempt on an unknown person who donate. Ah. Einer unbekannten Person, die 1 Million $ an ein Waisenhaus gespendet hat. Also ich vermute mal, dass der sich da gut aufgehoben gefühlt hat.
Und dass der deswegen das Geld ans Waisenhaus gespendet hat, was eigentlich ja eine sehr, sehr gute Sache ist. Das mit der Maschinenpistole ist natürlich, ja. Also eine Pistole würde ich jetzt noch verstehen. Eine Maschinenpistole ist so eine Sache. Heißt das, der will jetzt irgendwo hinfahren und irgendjemanden erschießen oder? Okay, the photo with the caption was found on the table. The person in the picture is cross out. Lil G. Me and Mike. Könnte er das sein? Ich weiß nicht. Also, der hat einen ganz anderen Bart. Aber so grundsätzlich könnte er das sein, oder? Heißt das jetzt, dass er 100.000 darauf ausgesetzt hat, dass die Person ermordet wird? Das wäre auch noch so eine Sache. Das ist gemein, ne? Also mich hat das schon so gecatcht eigentlich, als der die Millionen wirklich ans Waisenhaus. Also das heißt, er muss doch irgendwo ein gutes Herz haben, dass er sagt, ich will, dass anderen Kindern auch so geholfen wird wie mir. Ich meine, hier oben ist ja auch eigentlich soweit noch alles gut, bis auf die Maschinenpistole. Schwierig, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß halt nicht, was das hier bedeutet. Heißt das, dass er den Typen tot sehen will? Deswegen hat er die Maschinenpistole vielleicht da. Was aber unlogisch wäre, weil er hat anscheinend ja Geld dafür ausgesetzt, dass der Typ drauf geht. Ist das sein Freund aus Kinderzeit? Aber ich glaube nicht, oder? Das kann man sich jetzt nicht mehr angucken. Mist. Ich meine aber, der sah anders aus, aber ich bin mir nicht sicher. Oder heißt das nur, aber warum dann das mit dem Geld? Ich meine, das ist ein Drogenboss, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht. Eigentlich müsste ich ihn zur Hölle schicken, weil, ne, langes Vorstrafenregister, baut Drogen an, dann ist da wieder die Spende. Ich weiß es nicht. Vielleicht spendet er ja auch mehr, wenn ich ihn am Leben lasse. Da könnte man natürlich viele Kinder mit retten. Und wenn man dann so als Ausgleich in Anführungszeichen durchgehen lässt, dass eine Person dabei umkommt, das hört sich jetzt gemein an, ich weiß. Aber ich mach's nicht mit Überzeugung, aber ich werde die mal segnen. Ich will auch mal wissen, was passiert, wenn man einen segnet. Ich habe es ja noch nie gemacht. Oh, aus seinem silbernen Goldalbum ist ein Goldalbum geworden. Best Album ever. Okay. Ja, er grinst sich jetzt einen ab, das war mir klar. Oh Gott, was kommt jetzt? Also, die mochten ihn, aber das ist nie gut, wenn nur so wenig kommt. Also, Hip-Hop-Culture hat gekittert. dass sie ihm beglückwünschen, dass er das beste Album ever den Award bekommen hat. Sie sind sehr aufgeregt. Ja, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Ja, unterm Strich haben wir jetzt miese gemacht. Ich glaube, das erste war nur 400 oder noch was, ne? Ach Mann, ich hatte gehofft, dass der vielleicht weiter spendet. We regret to inform that the leader of the East Loco Street Gang has been murdered. Ach, der war in einer Gang. Okay, das wirft aber auch schon mal wieder ein anderes Licht drauf, ne? Wo war ich denn gerade? Familie und Freunde sind in Trauer. Ah, Moment, wir hoffen, dass diese Tragödie ein Ende
bringen wird bezüglich der Street des Straßenkrieges in unserer Stadt. Oh, es geht noch weiter. Yes, Children Safe Waisenhaus. We are so grateful and humbled by the incredible. Ah, wir haben doch was richtig gemacht. Wir haben doch was richtig gemacht. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich dachte schon. Okay. Humbled heißt doch ein. Also humble heißt doch eigentlich gedemütigt, oder? Also demütig wahrscheinlich. Also sie verneigen sich sozusagen vor der großartigen und anonymen Spende von 1 Million Dollar. Ach so, wäre die sonst gar nicht angekommen? Hätte das keine Auswirkung gehabt? Ich bin mir nicht sicher. Diese Spende wird uns helfen, in Zukunft noch mehr Sicherheit und noch mehr für eine sichere und nährende Umwelt für unsere Kinder zu tun. Wir sind wahrlich gesegnet. Son of God steht sogar drin. Das bin ich, das bin ich. Okay. City Life in Hopewood is shaped by the choices you make. Oh, oh, oh. Okay, also die Müllabfuhr. Der Boss macht wohl einen neuen Job, der neue. Und die sind günstiger geworden. Die Wild Lions Street Gang beherrscht jetzt die Straße. Ihre Tags findet man überall. Naja, gut. Aber immerhin ist kein Bandenkrieg. Das ist ja auch eigentlich schon mal was Gutes, ne? Hoffe ich mal. Highschool. Ach, das war das mit dem Lehrer. Das Leben geht weiter an der Fancy Valley Highschool. Ja. Aber im Chemieklassenraum, ja, sind halt alle noch traurig wegen dem verstorbenen Lehrer. Frauen belagern draußen die Villa von dieser Belle Gibson. Sie trauern über ihren Tod. Naja, gut. Das Leben geht weiter wie immer, dank der Polizei, die diesen El Diablo, der ausgebrochen ist, festgenommen hat. Mike, der Garageninhaber, den Rest konnte ich nicht mehr lesen, hat wohl sein Leben fröhlich weitergelebt oder sowas, keine Ahnung. Achievements at Hopewood, Clean City, das hört sich positiv an. No new achievements. Okay. Ich habe 20.358 Follower. Ja. Ist das viel oder wenig? Ich weiß es nicht. Ich habe ja leider keinen Vergleich. City Hall. Son of God. Ah, ist das meins? Ist das meine Karre? Muss doch eigentlich, ne? Ja, wir haben jetzt leider natürlich keine Musik drin, das tut mir es tut mir leid, wollte ich sagen. Ich muss noch mal mit dem Entwickler absprechen, was mit der Musik ist, ob die irgendwie gedingst ist oder nicht. Oh, ich habe eine eigene Stadthalle bekommen. Wie geil. Das sind doch die Anfangsbilder wieder, oder? Diesen Peace Ring habe ich schon mal gesehen. Person of the Year Times. Ja, es sieht doch sehr, sehr positiv aus. Okay, ich bin jetzt ein Superstar. Danke, dass du dieses Spiel gespielt hast. Ja, gerne, gerne. Das hat mir wirklich unheimlich Spaß gemacht. Also gut, demnächst müssen wir mal gucken wegen der Musik. Ich werde ihn auf jeden Fall mal drauf anschreiben. Das Problem ist halt gewesen, ich hätte sie auch drin gelassen und zur Not das, ja, sonst nochmal neu rausgenommen oder neu aufgenommen oder so, keine Ahnung. Oder es einfach dann so drin gelassen, dass ich halt nichts, dass es geclaimed ist. Das Problem ist aber, es war so laut. Und da ich nicht auf zwei Spuren aufnehme, ja, habe ich halt das Problem, dass ich die entweder ausmachen kann oder euch noch mehr anbrüllen kann. Und da ich, wie gesagt, etwas heiser bin, und meine Stimme auch gerne mal abbricht, je mehr ich rumschreie. Aktuell wäre das nicht so eine gute Idee gewesen, weil dann hätte man mich wahrscheinlich gar nicht mehr gehört. Remember every time you replay the game and make different decisions. Also denke daran, wenn jedes Mal, wenn du das Spiel wiederholst und andere Entscheidungen triffst,
They will have a different impact on Hopewood City. Also werden sie andere Auswirkungen auf die Stadt haben. As well as a completely different apparition of the Last Judgment Day. Ah ja, das geht ja noch weiter. Das ist ja nur die Demo. Also sie werden genauso einen großen Einfluss darauf haben, auf den großen, ja, wie übersetzt man Judgment Day? Tag des jüngsten Gerichts, glaube ich, ne? Get all achievements. Ja, ich glaube, ich habe jetzt gar keins bekommen, weil es eine Demo gewesen ist, aber was soll's? Also, auf der Wishlist bei mir ist das Ganze schon auf der Wunschliste. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ich fand's mega, mega nice. Es hat ein bisschen jetzt der Ton gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich werde mich da nochmal mit auseinandersetzen mit dem Entwickler. Und ja, es ist von einem Entwickler gemacht worden. Und dafür muss ich sagen, wirklich 3 Daumen hoch, auch wenn ich nur 2 habe, weil das ein richtig, richtig geiles Ergebnis bisher war. Und wie gesagt, denkt dran, es wird noch eine deutsche Übersetzung kommen. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wie lange das dauern wird, aber sie ist auf jeden Fall geplant. Sie steht auf der Liste und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das Spiel werde ich mir definitiv holen. Ich werde es aber erst dann wirklich let's playen, wenn es die deutsche Übersetzung hat. Ich hoffe, dass die deutsche Übersetzung mit der Veröffentlichung kommt. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ich sehe aber hier unten links schon 2 andere Sachen. Und zwar einmal Bloody Horror Plant. Es sieht sehr skurril aus, aber ich habe auch diese Demo schon bei mir auf der Festplatte drauf. Und ja, das wird das nächste sein, was ich heute aufnehmen werde. Und ich bin wirklich mal gespannt. Das ist übrigens auf Deutsch laut dem, was drin steht. Da bin ich wirklich gespannt, ob wir das auch in der Demo tatsächlich auf Deutsch schon machen können. Und ja, dieses Wonderland Quest habe ich auch auf der Wunschliste. Da steht allerdings auch drin, dass es auf Englisch ist. Da müsste ich mich nochmal mit dem Entwickler kurz schließen, ob es da auch, ja, ob da auch eine Übersetzung geplant ist. Wäre auf jeden Fall auch cool. Aber das nächste, was wir uns angucken werden, ist auf jeden Fall Bloody Horror Plant, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber doch, das war, meine ich, das, was ich installiert hatte. Ja, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Schreibt mir wirklich gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Hättet ihr die gleichen Entscheidungen getroffen mit den vorliegenden Fakten oder hättet ihr eine andere Entscheidung getroffen? Ja, wie gesagt, bei dem Rapper war ich mir jetzt nicht so sicher, ne? Also, wenn man jetzt sagen würde, ich schicke ihn in die Hölle, weil er Rapper ist, das sind natürlich dann Vorurteile. Die Maschinenpistole hat mich dann ein bisschen beeinflusst, aber letzten Endes habe ich mir gedacht, naja, so eine Riesensumme hat er gespendet. Für ihn wahrscheinlich Peanuts, aber es ist ja irgendwie, steckt bestimmt mehr dahinter und scheint ja auch eine gute Auswirkung zu haben. Und die Straßenkämpfe sind vorbei, das ist ja auch was Positives. Deswegen, ja, wenn euch das Spiel gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play oder in der nächsten Demo. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.